Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der AfD über die sogenannten finanziellen Lasten der Migrationspolitik ist wie alle anderen Anträge, Papierkorb-Anträge der AfD, fachlich falsch und reine rechtspopulistische Hetze, die wir uns hier immer wieder anhören müssen. Sie kreieren mit ihrer Hysterie falsche Bilder und wollen im Grunde genommen den Leuten nur Angst machen. Ich selber betreue zahlreiche Einzelfälle. Eine Frau hat sich vor kurzem bei mir gemeldet, die wir seit längerer Zeit betreuen. Mariam kommt aus Syrien, hat einen großen Teil ihrer Familie während des Krieges verloren. Mariam ist eine von denen, die fliehen musste und die Sie hier jetzt als finanzielle Last abstempeln. Und es ist ein Hohn auf Mariam und auf ihre verstorbene Familie und auf alle Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, dass Sie so hier über sie herziehen. Das ist schlichtweg eine Schande. Mariam steht kurz davor, ihr Studium zu beenden und wird anschließend anfangen, hier zu arbeiten. Und im Gegensatz zu der AfD ist sie eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Wir als Linksfraktion stehen an der Seite derer, die aus Kriegsgebieten fliehen und auch Unterstützung und Hilfe brauchen. Sie sprechen von einer Verschleierung der Kosten und fordern eine Offenlegung der Daten. Die Kosten sind weitestgehend zugänglich, wie auch hier erklärt worden ist. Deutschland hat die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen mit einer schwarzen Null im Haushalt bewältigt. Die migrantische Bevölkerung hier in Deutschland arbeitet und leistet ihren Beitrag zur Finanzierung des Steuer- und Rentensystems. Und wenn Sie von harter Arbeit sprechen in Ihrem Antrag, dann sind es in erster Linie Flüchtlinge und Migranten, die im Niedriglohnsektor unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. Wer arbeitet denn im Baugewerbe, in der Gastronomie oder auch im Reinigungsgewerbe hier in Deutschland? Und wer putzt hier den Bundestag? Das können Sie sich mal auch morgens hier anschauen. Es ist genau dieser rechtspopulistische Diskurs, der hier von Ihnen geschürt wird, der mitverantwortlich ist für die Restriktionen im Bereich Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung der letzten Jahre. Und das muss sich ändern. Wenn man von Kosten spricht, darf man auch die Kosten der Abschreckung nicht vergessen. Die Abschreckungspolitik der Bundesregierung kommt den Steuerzahlerinnen teuer zu stehen. Die Unterbringung in Ankerzentren und anderen Lagern kostet beispielsweise um ein Vielfaches mehr als eine dezentrale und integrationsfördernde Unterbringung in Wohnungen. Meine Damen und Herren, wenn wir wirklich über Verschleierung von Kosten sprechen, dann müssen wir uns auch über die AfD sprechen. Ihre Parteispitze hat vor wenigen Tagen ein Gerichtsverfahren verloren, bei dem es um ihre illegalen Parteispenden geht. Sie stellen sich hier ernsthaft hin, fordern Offenlegung und gleichzeitig weiß Ihre eigene Parteispitze nicht, wo plötzlich bei Herrn Meuthen zum Beispiel 90.000 Euro herkommen und erzählen, es gab keine professionelle Organisation damals. Sie gönnen den anderen Menschen nichts, nicht mal den Familiennachzug zu ihren Angehörigen und wollen rechtfertigen, dass in Ihrem Laden Freundschaftsverdienste von 90.000 Euro okay sind. Sie sind schlichtweg verlogen und einfach menschenfeindlich. Vielen Dank. Als nächster Redner hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion der Kollegin Florian Ossner.